Hi Leute, willkommen beim Phantasos Studio. Es ist wieder Montag und das heißt, es ist wieder Zeit für das Thema der Woche. Erstmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen zum Thema der letzten Woche. Da ging es ja um Battle Reports, also um Spielberichte. In erster Linie habe ich damit Battle Reports aller Facetten gemeint, also auch in Textform, in Zeitschriften und ähnliches. Aber das Thema hat sich dann sehr stark in Richtung Battle Reports auf YouTube in Videoform verlagert, was völlig in Ordnung ist. Und da wurde unglaublich viel diskutiert. Und was mich vor allem gefreut hat, waren die zahlreichen Videoantworten, die es gab, vor allem von vielen Machern, die sich zu Wort gemeldet haben. Und im Großen und Ganzen, da findet ihr wie immer die Videoantworten in der Beschreibung dieses Videos. Und ihr kommt dann zu diesen anderen Videos und dort wurde dann auch nochmal fleißig diskutiert. Also recht umfangreiches Thema, hat mich echt sehr, sehr gefreut. Das nochmal kurz zusammenzufassen, was da so das Ergebnis war. Auf alles kann ich nicht eingehen, sonst wird dieses Video wieder zu lang und so weiter. Und wir kommen nicht zum nächsten Thema. Positiv kann man sagen, ja doch, die Leute sind vor allem, also haben großes Interesse an Battle Reports, sind Battle Reports gegenüber doch sehr positiv eingestellt. Und in diesem Zusammenhang, viele würden sich halt, wie soll man sagen, hochwertigere Battle Reports wünschen. Technisch hochwertigere Battle Reports mit mehr Kameras, einem besseren Schnitt, allem drumherum. Das würde viele interessieren, da hätten auch viele richtig Bock drauf. Das Problem, also sowohl auf der Zuschauer- als auch der Macherseite. Das Problem ist allerdings, dass das natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Und so ziemlich jeder, der das erwähnt hat, dem war dann oder dem ist auch irgendwie klar, dass sich das wahrscheinlich nicht lohnt. Also man kann unglaublich viel Zeit in Battle Reports investieren. Die Frage ist nur, wo hört es auf, dass das Ganze dann in wirklich viel Arbeit ausartet. Weil es ist, auch wenn man die Battle Reports klein hält, natürlich trotzdem viel Arbeit. Das war sehr interessant. Battle Reports, ja, gerne technisch viel, viel besser, wie es jetzt schon bei vielen Kanälen ist. Aber irgendwie auch Verständnis dafür, dass es eben nicht so ist. In dem Zusammenhang eine ganz interessante Sache noch, und zwar der Sascha Sprenz vom Tabletop Basement, der auch ein schönes Antwortvideo gemacht hat, hat gemeint, dass er viele Battle Reports als Hörspiel benutzt, was ich ja auch mache. Und in dem Zusammenhang gab es dort aber auch trotzdem diese Beschwerde, dass, Beschwerde kann man nicht direkt sagen, aber der Hinweis, dass eben Battle Reports, die technisch, ich sag mal, ein bisschen unzulänglich sind oder wackelige Shaky Cams haben, dass die ihm wiederum nicht so gefallen. Für mich hat es in dieser Video einfach nicht so ganz zusammengepasst. Einerseits hat man nur ein Hörspiel, auf der anderen Seite stört es einen, wenn das Video irgendwie wackelt. Aber okay, ist interessant. Thema Shaky Cams gab es auch so die eine Variante, oder das eine Lager, das gesagt hat, Shaky Cams geht überhaupt nicht, ich will eine feste Kamera auf dem Spieltisch haben. Und andere, die durchaus das interessant fanden, dass, wenn so eine Kamera so ein bisschen mehr Action und Bewegung hat. In dem Zusammenhang kann ich das Video vom Dizzyfinger erwähnen, der auch nochmal sehr schön zusammengefasst hat, welche Arten von Battle Reports es gibt, wie man das Ganze steigern kann, was es da so für technische Möglichkeiten gibt. Das ist auch sehr informativ. In dem Zusammenhang auch vielen, vielen Dank. Ich habe hier unten eine kleine Liste, auf der ich so ein bisschen spickel die ganze Zeit, weil es war echt ein umfangreiches Thema. Und mit sehr viel Feedback, das wollte ich jetzt einfach nochmal so, möchte ich nochmal versuchen, ein bisschen drauf einzugehen. Ja, Contra Battle Reports gab es auch ein bisschen, neben dieser technischen Sache auch das Video vom Kleinen Krieger hat mir gefallen. Da wurde so ein bisschen auch die andere Seite diskutiert, dass Battle Reports, ja, zum einen, okay, die technische Sache, zum anderen aber auch nicht wirklich spannend sind. Und wenn man nicht dabei ist, nicht mitspielt, dann ist das so, dass da irgendwo nicht viel Spaß dahinter ist und dann werden die meisten Battle Reports schon nach kurzer Zeit abgebrochen, weil es einfach zu langweilig ist. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, Battle Reports, sehr interessantes Thema. Viele würden sich mehr Battle Reports von unbekannteren Systemen wünschen, vor allem, weil das so ein bisschen die Kaufentscheidung beeinflusst, weil man so ein bisschen auch das System kennenlernen will, also quasi so ein bisschen Demo-Spielcharakter, Tutorial, das Spiel sich anzusehen. Und weniger interessant sind dann wohl diese klassischen 40k und Age of Sigmar Battle Reports, die man schon x-mal gesehen hat. In dem Zusammenhang aus unserer Sicht, ganz interessant, wenn wir Battle Reports machen, die 40k oder Age of Sigmar sind, die kriegen sehr viele Klicks, da gibt es sehr viel Interesse, die werden viel angeguckt. Wenn wir dann einen Battle Report von einem exotischen System machen, das ein bisschen unbekannter ist, sind die Klickzahlen meistens nur, ich würde mal sagen, nur die Hälfte. Und das passt für mich nicht so ein bisschen zusammen. Auf der einen Seite wollen die Leute
exotische Battle Reports sehen. Auf der anderen Seite, wenn sie dann laufen, gibt es nicht so viele Zuschauer wie bei den Klassikern. Und deswegen bleibt man dann wohl doch eher wieder beim x-ten 40k Battle Report. Ein Punkt, den alle meiner Ansicht nach so ein bisschen übersehen haben, beziehungsweise dann so am letzten, vorletzten Tag kam noch das Video von der Spielebude dazu. Die Jungs haben so ein bisschen auf den Entertainment-Charakter hingewiesen, den so ein Battle Report haben soll. Viele haben diese technische Seite so ein bisschen mehr im Mittelpunkt gehabt. Das von der Spielebude fand ich sehr interessant, weil die haben auch wirklich rübergebracht, einen Battle Report, der muss Emotionen vermitteln, da muss ein bisschen was passieren, da muss ein bisschen rumgealbert werden. All das, und das denke ich, ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor bei einem Battle Report, dieser Entertainment-Charakter, dass man da einfach so ein bisschen Gaudi an der ganzen Sache hat und ein bisschen Spaß und nicht nur das Ganze technisch versucht, so ein bisschen als perfektes Video zu präsentieren. Das aber genug zu dem Thema, war jetzt schon ziemlich lang. Kommen wir, wow, das war wirklich lang. Ich bin gespannt, kurzer Einwurf, es ist ja erst die dritte Folge. Ich bin gespannt, wie das in Zukunft funktionieren wird, weil ja, ich will nicht zu sehr immer auf das vorherige Thema eingehen, denn das wurde ja fleißig diskutiert und wenn man da jetzt dann nochmal sehr ausführlich in der nächsten Folge darüber spricht, was ich ja jetzt schon getan habe, ich weiß, dann kommen wir dann nie zu einem Ende. Trotzdem, es gab sehr viele Rückmeldungen, sehr viele Videoantworten und wir sind ja erst bei der zweiten Folge, also kann man das nochmal, glaube ich, machen. Gut, kommen wir zum Thema dieser Woche und da hat mich der Marcel auf die Idee gebracht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und zwar, es geht um das hier. Zombicide? Nein, nicht direkt um Zombicide. Es geht um sogenannte Miniaturenbrettspiele. Miniaturenbrettspiele, zum Beispiel so Sachen wie Zombicide, aber auch Arcadia Quest. Was es da sonst noch alles gibt. Blood Rage. Jede Menge von diesen Cool Mini or Not Brettspielen. Super Dungeon Explorer und so weiter. Das eine oder andere werdet ihr mit Sicherheit kennen. Es geht, also hauptsächlich sind das ja Kickstarter-Spiele, die aber auch dann später in den Handel kommen. Und die Frage ist, lösen diese Miniaturen-Brettspiele Tabletop ab? Und was hat eurer Ansicht nach mehr Vorteile oder Nachteile? Ich aus der Perspektive eines Painting-Studios kann da vielleicht eine kurze Anekdote zu geben. Und zwar ist es schon so, dass ich einige gute Kunden aufgrund solcher Brettspiele verloren habe. Das ist wirklich kein Witz. Das waren Kunden, die fleißig 40k oder Warhammer Fantasy gespielt haben und die dann irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's mir mit den ganzen Editionen, mit den ganzen Figuren, den Spieltischen zusammenbauen und so weiter. Das ist mir zu viel Aufwand. Ich spiele jetzt nur noch solche Brettspiele wie Arcadia Quest, Zombicide und so weiter. Da habe ich auch Figuren. Das geht viel schneller. Da muss ich nicht so viel aufbauen. Der ganze Tabletop-Kram interessiert mich da eigentlich nicht mehr. Und ja, im Gegenzug haben wir dann hier im Studio mal vor einiger Zeit versucht, mehr die Brettspieler so ein bisschen als Kundschaft zu gewinnen. Das heißt, Kunden, Personen zu kriegen, Spieler zu kriegen, die solche Brettspiele in erster Linie spielen, aber die halt auch zum größten Teil unbemalt sind. Und interessanterweise war da dann so unsere Erfahrung, dass das gar nicht so gut lief, weil dann doch sehr viele Brettspieler diese Ausgaben, die bei einem Tabletop vorhanden sind, also zusammenbauen, bemalen und so weiter. Tabletop ist nun mal ein sehr kostspieliges Hobby, kann man so sagen, wenn man das sehr intensiv betreibt. Wenn dann da ein Brettspiel 60, 70, 80, 90 Euro gekostet hat und dann musste man für das Bemalen, bestes Beispiel ist Blood Rage, dann das X-fache davon bezahlen, dann haben viele Brettspieler gesagt, nee, dann bleibt es eben unbemalt. Völlig uninteressant. Und ja, Vorteile bei solchen Miniaturen-Brettspielen sehe ich darin, sie haben vielleicht einen gewissen leichteren Einstieg. Man fängt erstmal mit solchen Miniaturen-Brettspielen an, geht dann vielleicht zum richtigen Tabletop über. Games Workshop macht das ja auch irgendwie. Klar sind deren Brettspiele ein Vehikel, um Miniaturen grundsätzlich zu verkaufen. Aber so Spiele wie Warhammer Quest, die ja auch, ja, sind ja Brettspiele, die aber wiederum sehr viele Gussrahmen haben, also das ist schon wieder so eine Art Hybrid, kann man sagen, soll ja irgendwie dafür sorgen, dass sich dann derjenige, diejenigen Spieler doch mehr für das Tabletop interessieren und dann zum Beispiel mit Age of Sigmar oder 40k anfangen.
Die Frage ist, welche Nachteile haben solche Spiele? Ich habe es ja schon erwähnt. Zum einen habe ich es halt erfahren, dass Leute direkt vom Tabletop in diesem Brettspielbereich ja verschwunden sind. Aber was gibt es noch? Diese Brettspielfiguren, egal wie gut sie mittlerweile geworden sind, die Figurenqualität reicht gerade immer noch nicht so ganz an richtige coole Tabletop-Modelle ran. Oft sind es massenproduzierte Figuren. Das ist ein bisschen anderer Kunststoff. Da gibt es manchmal böse Gussgrate, wo man nicht genau so richtig was sieht, was da ist. Auch ist der Charakter von so einem Brettspiel meiner Ansicht nach so ein bisschen an dem Punkt, dass ja nicht unbedingt die beste Bemalqualität erforderlich ist. Es sind ja nur Brettspielfiguren. Da ist die Frage, schwindet dann, und die sind auch gar nicht so toll modelliert und so weiter. Die Frage ist, schwindet dann auch so ein bisschen die Bereitschaft, die zu bemalen oder die Bereitschaft, die gut zu bemalen, und sagt man einfach, ja komm, was soll's, lassen wir es so. Auch die Frage, werden Tabletop-Spiele durch diese immer mehr aufkommenden Brettspiele, werden die dadurch vielleicht ein bisschen brettspielmäßiger? Werden die Regeln immer einfacher? Wird das Material immer simpler? Ich meine, so ein Brett hat halt den Vorteil, man baut das Spielbrett auf und fertig, während man beim Tabletop den Spieltisch braucht, das Gelände, die Figuren. Das ist jede Menge Kram. Demnach, meiner Ansicht nach ein sehr spannendes, diskussionswürdiges Thema. Was spielt ihr lieber? Miniaturen, Brettspiele oder Tabletop? Was denkt ihr, sind die Vorteile vom Tabletop oder die Nachteile vom Tabletop, beziehungsweise die Vorteile von diesen Miniaturen, Brettspielen oder die Nachteile? Schreibt doch mal wieder eure Kommentare, beziehungsweise ja, postet gerne ein Antwortvideo. Und noch eine letzte Sache zum Thema Antwortvideo. Viele haben das Antwortvideo genutzt für schamlose Self-Promotion. Finde ich völlig in Ordnung, finde ich gut. Ruhig Werbung für die eigenen Kanäle machen. Das ist eine tolle Sache. Ruhig auch so ein bisschen zeigen, was man zuletzt an Videos hochgeladen hat. Das ist mit Sicherheit auch für viele Zuschauer interessant. Wo wir gerade bei dem Thema sind, hier bei dem Phantasialand-Studio haben wir die letzte Woche eine schöne Vampirfürstenarmee fertig gemacht. Da könnt ihr euch das Video ansehen. Oder auch ein sehr schönes Video zu einem Reaver-Titan, den der Sven bemalt hat. Da habe ich auch ein kleines Projektvorstellungsvideo gemacht. Könnt ihr euch ja mal ansehen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten, das war es erstmal für diese Woche, und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier auf dem Kanal vom Phantasialand-Studio. Macht's gut, bis dann!